Ja, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge zu ProTrain Perfect 2 mit Addon Nummer 4, Berlin S-Bahn, so nennt er sich. Und wir sind jetzt in der zweiten Folge und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest. Aktuell stehen wir hier in Hirschgarten, sind gerade losgefahren in der letzten Folge von Erkner, sind auf dem Weg nach Berlin-Spandau. Und damit würde ich sagen, hau ich die Pause wieder raus und es beginnt von neuem. Und ja, bin natürlich ziemlich aufgeregt. Ich finde das einfach alles so toll. Ich finde das alles einfach nur so toll. Leider gab es für ProTrain Perfect 2 schon relativ viele Add-ons. Allerdings nicht so viele wie für den Microsoft Train Simulator. Und was ich halt ein bisschen schade finde, ist, es gibt halt so relativ wenig mit Berlin. Ich meine, klar, ja, warum sagt man, warum muss Berlin unbedingt so viele DLCs besitzen oder Addons. Ja, wenn man natürlich, wenn da kommt, ne, dann möchte man gerne mehr spielen. Aber so ist es ja wahrscheinlich bei euch ja genauso. Wenn ihr da wohnt, wollt ihr dann natürlich dann auch mehr haben. Wo wir uns eigentlich hier schon nicht beklagen können, denn große Simulatoren gibt es ja eigentlich auch schon im Raume Berlins. Wenn es den nicht den Simulator gibt, dann patcht man das mit einem Addon nach oder irgendwie sowas und dann geht das schon. Und ja, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt eigentlich mal einen Angriff nehme hier, ProTrain Perfect 2. Das hat ja immer so meine Startschwierigkeiten. Sag ich ja relativ oft, wenn wir uns darüber unterhalten. Aber natürlich, dass der Ton auch mitmacht und das spielt sich allzu laut. Das ist nämlich das Einzige, was ich jetzt tatsächlich nicht getestet habe. Ja, schlimmer Finger. Oh, jetzt haben wir hier kurz mal eine Ruckelparty. Aber das ist bei ProTrain Perfect. Leider kommt das öfter mal vor. Das ist das, was ich meinte. So, nächster Halt ist Nächste Köpenick. Station, Köpenick. Köpenick. Hier, wie gesagt, hier komme ich her. Hier habe ich mal gewohnt, bei meinen Eltern. Das sind ganz schöne Stücke. Wie gesagt, jetzt wohne ich in Teltow. Das ist schon einiges von weit her. Gut. So. Und zwar habe ich nämlich da hinten gewohnt, im Wongrowitzer Steig. Alter, das ist sogar noch drinne, fast. Okay. Genau, hier kommt die Kurve, die erste. Dann macht sie hinten nochmal eine Kurve und dann habe ich hier hinten gewohnt, also gar nicht so weit weg. Ne? Hier haben wir natürlich das Forum Köpenick hier vorne. Das ist schon cool, also da Berlin-Köpenick. Ziemlich geil, oder? Ziemlich geil. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben, bitte. So. Hier wohnt übrigens noch Chaos. Wenn er den noch kennt. Ja, aber auch ab und zu mal da vorbei. Da wohnt er bei Muttern und Vatern. Ja. Das waren noch Zeiten. Da war noch das ganze Leben friedlich. Ja, musste man sich um nichts im Kopf machen. Bist du noch brav zur Schule gegangen. Miete und sowas war dir ja komplett egal, weil du ja das nicht drehen musstest. Wofür du arbeiten musstest, war praktisch dein Taschengeld. Und sonst hier eigentlich weiter nichts. Aber das kommt mir so vor, als ob das jetzt schon hunderte von Jahren her ist. Das ist der Wahnsinn. Aber das ist ein cooles Addon auf jeden Fall. Gefällt mir. Zumal es auch nicht nur eine Strecke ist oder ein Stück von einer Strecke, sondern die hier wirklich
die Kopf gemacht haben und ein paar Linien reingebaut haben, finde ich das schon eine ziemlich geile Sache. So, Wuhlheide. Nächste Station, Wuhlheide. So, Wuhlheide. Müssen gleich mal gucken, wie der Fahrplan aussieht. Ob wir da schon drüber sind mit unserem Glück. Aber der ist ein bisschen heftig hier. So. 11:34 Uhr. Nächster Fahrplan? Nächste Seite. Das hätten wir gar nicht an. In Köpenick, 11:30 Uhr. Abfahrt. Zeigt mir die nächste Seite jetzt nicht an, aus irgendeinem Grund. Ist ja eigenartig. Alles klar. Geht nicht. Aber 11:30 Uhr hätten wir da abfahren sollen. Wir sind zu spät. Fast sagen. Spandau, zurückbleiben bitte. Wenn wir jetzt wohl nicht 4 Minuten jetzt gebraucht haben. Hoffe ich doch mal nicht. Ja, hier draußen, wenn du hier von außen sitzt, hängt schon ein bisschen mehr, weil er hier nämlich gefühlt alles einfach nachladen muss. Karlshorst. Kann auch die ganzen Tasten hier bedienen. Joa. Nächste Station Berlin-Karlshorst. Übergang zum Regionalverkehr. Boah. Hängt schon oft, ne? Gerade hier. Gar kein Halteschild gesehen. Muss ich gestehen. Oh. Aber nö, wir sind drin, ne? So, hier ist eine mega Baustelle hier. Alles. Was ist das hier? Skriptfehlerbehandlung. Okay. So, wo ein Fehler. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, schließen. Das wir jetzt die ganze Zeit einen Punkt haben. Einsteigen bitte.
Na. Ich schalte nicht weiter. Blöd. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Das macht ich hier sehr gerne. Nämlich letztes Mal auch gehabt. Schmeißt da mal den Fahrtschalter, schmeißt da mal raus. Aber na gut, haben wir ja schnell gelöst. Problem ist, ich sehe halt das System. Nee, ich weiß nicht, ob wir pünktlich sind oder nicht. Weil, ja, ich sehe es ja nicht. Ich kann das Ebola-System nicht fortschalten. Was mich ein bisschen wundert. Aber es ging auch, glaube ich, bei meiner Anspielzeichen ging das nicht. So, Berlin-Rummelsburg. Ausbildungszentrum bei der Deutschen Bahn hier. Ist das ja hier? Geht natürlich ein bisschen die FPS ein bisschen in die Knie, aber Computer bleibt noch tapfer. Ja, er ackert hier, er muss ackern, man merkt das. Guckt euch mal dieses ganze Oberleitungssystem da an, ja, wie es da aussieht. Was auch mal dieses Geknacker in meinem Hintergrund. Oh, zack, erstmal nachgeladen. Das ganze Oberleitungssystem hier. Nächste Station, Rummelsburg Betriebsbahnhof. So. Stehen wir voll drin, oder? Müssten eigentlich komplett drin stehen. Ja, perfekt. Das war perfekt, würde ich sagen. Ja, so langsam fummelt man sich rein. Aber jede Steuerung, jedes Zug ist, ja, ist nicht so wie bei dem Train Simulator, dass der sich ja gefühlt gleich steuert oder sowas. Nein, das ist nicht anders. Jeder Zug steuert sich komplett anders. Was das so ultra umfangreich macht, den ProTrain Perfect 2. So. Man kann auch irgendwie hier oben diese Fenster wohl irgendwie alle ausmachen. Ich habe es jetzt noch nicht gefunden. Ah, so. Lass ich mir jetzt hier die Aufnahme schrotte oder sowas. Kann man es nämlich auch mal schön sehen. So, jetzt kommt Rummelsburg. Nächste Station, Rummelsburg. Mm-hmm.
So. Damit ist die Türe dann wieder offen. So. Jetzt kommt gleich Ostkreuz. Hier, da ist die andere. Ich glaube, die fährt nach Wartenberg, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, ich bin schon so lange keine S-Bahn mehr gefahren, muss ich gestehen. Das ist schon eine ganze Weile her. Einsteigen bitte. So, 70. So, was nach Ostkreuz ist es jetzt nicht allzu weit. Nächste Station, Ostkreuz. So, hier wird er nämlich noch gebaut, Ostkreuz. So, hier vorne ist schon das Neue, hier hinten ist nämlich das Alte noch. So, und da oben war die Überführung nach Treptower Park. Ja. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, ich bin da noch rübergefahren, bevor die das da alles abgerissen haben. Aber, ihr Lieben. Damit würde ich sagen, geht die Folge auch zu Ende. So, genau, Pause ist drin. So, genau. Geht die Folge zu Ende. Ihr, wie gesagt, könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Joa. Was ihr von ProTrain Perfect 2 haltet, das würde mich brennend interessieren. Das ist doch mal ein geiler Screenshot, würde ich sagen. Und genau so werden wir diesen auch nehmen. Ja, wie gesagt, schreibt mir das ja gerne mal in die Kommentare. Und wie gefällt euch das ganze Projekt? Findet ihr das cool, dass wir das jetzt machen? Oder findet ihr das eher weniger cool? Dann auch alles einfach mal reinschreiben. Schreibt, tobt euch aus im Chat, wenn ihr das möchtet. Dann freue ich mich. Wenn ihr natürlich Tipps habt für mich, bitte lasst mir Tipps da. Wie gesagt, ich selbst bin eigentlich nicht der Mensch, der ProTrain Perfect viel gespielt hat. Aber ich ihm jetzt eine Chance geben möchte und vielleicht gefällt er mir sogar richtig. Dann, ja, sage ich einfach nur Glück gelaufen für mich, weil ich ihn jetzt erst so spät für mich entdeckt habe. So, genau. Und dann nochmal eine Frage an euch. Es kommt ja jetzt die Woche noch, ja, wie gesagt, da läuft ja noch der Fernbus-Simulator, haben wir ja aktuell. Wir haben noch den Microsoft Train Simulator, wir haben jetzt den ProTrain Perfect. Wir haben noch diesen Bausimulator. Möchtet ihr, das ist die Frage an euch, dass wir den Train Simulator von Dovetail Games jetzt auch noch spielen? Somit hätten wir drei Bahnsimulatoren und einen Bussimulator. Wäre das was für euch oder sagt ihr, es wäre sonst zu viel Bahn? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Denn ich habe mir auch so überlegt, ich möchte eigentlich gerne das Let's Play von dem Microsoft, nicht von dem Microsoft, sondern von dem Train Simulator von Dovetail Games nochmal neu machen. Komplett neu. Also alle alten Folgen, die ich bis jetzt abgedreht habe, einfach mal komplett löschen und einfach mal von vorne den Train Simulator von Dovetail Games nochmal starten. Und ich würde das dann genauso machen wie jetzt mit dem MSTS und ProTrain Perfect 2, dass wir das halt auch immer so in Folgen so unterteilen, halt montags, mittwochs und, oder in dem Falle wäre es jetzt dienstags und donnerstags halt immer, weil montags, mittwochs und freitags ja der Fernbus-Simulator kommt, dann schreibt mir das mal gerne mal in die Kommentare einfach, weil ich, ihr wisst, ich möchte mich ja eher auf Fahrsimulatoren mittlerweile spezialisieren und aktuell gibt es jetzt halt keinen anderen Fahrsimulator, der mir jetzt noch so irgendwie in den Kopf kommt, welchen man tatsächlich machen könnte. Und da seid ihr natürlich dementsprechend dann gefragt, was möchtet ihr sehen? Möchtet ihr den Train Simulator von Dovetail Games auch nochmal sehen, komplett neu?
Mit vielleicht ein bisschen mehr Ahnung als wie noch zum Start von der ersten Folge von dem Train Simulator. Denn lasst mich das mal wissen. Wie gesagt, OMSI ist ja halt immer so ein bisschen Let's Play, so Livestream-Projekt, weswegen ich das jetzt halt nicht noch groß jetzt aufnehmen möchte. Und ich glaube auch schon oft gesagt habe, warum ich eigentlich OMSI zurzeit sehr ungern aufnehme. Und ja, der Train Simulator läuft, genauso wie die anderen Simulatoren, die ich jetzt ja aktuell hier zeige. Und ich eigentlich sehr zufrieden bin mit der ganzen Qualität und hast halt nicht gesehen. Bitte ich euch doch, mir einfach mal da, ja, einfach mal einen kleinen Vorschlag zu bieten. Möchtet ihr den Train Simulator sehen? Ja oder nein? Und denn, also von Dovetail Games, dem vom MSTS, den müsst ihr euch angucken oder auch nicht. Der kommt so oder so. Und wie gesagt, Protein Perfect 2. Ja, damit entlasse ich euch. Ich wünsche euch einen schönen Karfreitag morgen. Genießt die Feiertage. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Wenn wir pünktlich die Arbeit beginnt, hier wieder auf Microhase TV mit einer neuen Folge ProTrain Perfect 2 Addon 4 S-Bahn Berlin nach S3 Spandau. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!